Ich lese jetzt den Redebeitrag von Wesh Wuppertal vor. Ich beeile mich ein bisschen länger. Okay, ich mache langsam. Es ist noch nicht lange her, da standen abends viele Leute an ihren Fenstern und haben applaudiert. Sie haben denen applaudiert, die gerade mit ihrer Arbeit die Grundversorgung der Bevölkerung sicherstellen. Den ArbeiterInnen im Einzelhandel, im Gesundheitsbereich, in der Pflege und vielen anderen Bereichen. Diese Krise bietet uns die Möglichkeit zu erkennen, was wir wirklich im Leben brauchen und führt uns auch nochmal vor Augen, wie mies die Menschen in diesem Land bezahlt werden, die den Großteil dieser sogenannten systemrelevanten Arbeit leisten. Es wäre jetzt der Zeitpunkt, unsere Dankbarkeit durch Solidarität mit all diesen prekär Beschäftigten zu zeigen. Nein, wir standen nicht am Fenster und haben für sie applaudiert, aber wir werden für sie auf die Straße gehen, wenn sie für gerechte Löhne kämpfen wollen. Danke. Im Moment gehen mit hoher medialer Aufmerksamkeit andere auf die Straße. Sie halten Reden über George Soros oder die Rothschilds. Und wir wissen, wen sie damit meinen. Sie sagen Soros, aber sie denken Jude. Der Hass und Antisemitismus, den sie damit schüren, bedroht unsere jüdischen Freunde und Genossen auf der ganzen Welt. Sie reden von den Reichen und von denen da oben. Dabei haben sie selbst Millionen auf ihrem Konto. Ihre Parteien und Organisationen werden von Bonzen finanziert, die zum Beispiel mit Immobilien Millionen scheffeln, während immer mehr Menschen auf der Straße landen oder aus den Innenstädten verdrängt werden, weil sie die Miete nicht mehr zahlen können. Sie sagen uns, das Boot sei voll, aber wir sitzen überhaupt nicht im selben Boot. Einige von ihnen nennen sich Impfskeptiker und profitieren paradoxerweise gerade von einer hierzulande relativ hohen Durchimpfungsrate. Millionen von Menschen ohne Zugang zu intakten Gesundheitssystemen würden sich diesen Luxus sicher gerne leisten können. Manche glauben, in Kondensstreifen in der Luft sogenannte Chemtrails zu erkennen, aber sehen nicht, wie die Luft durch Industrie und Verkehr verpestet wird. Die Crème de la Crème der Bekloppten nennt sich QAnon und fantasiert über unterirdische Kindergefängnisse, geleitet von Hillary Clinton, Barack Obama oder Bill Gates. Aber die Kinder, die tatsächlich in Lagern in Moria und auf der ganzen Welt vor sich hin vegetieren, sind ihnen scheißegal. Sie alle fühlen sich genötigt, derzeit bundesweit auf die Straße zu gehen und kollektiv Selbstgespräche zu führen. Mal mehr, mal weniger stark vertreten, Horden von Nazi-Hools, die nur darauf warten, ihren Hass zu kanalisieren zu dürfen und endlich wieder nach unten treten zu können. Wir möchten an dieser Stelle an Dieter Eich erinnern, der vor 20 Jahren in der Nacht vom 24. auf den 25. Mai von Faschisten in Berlin ermordet wurde. Es wird behauptet, das Coronavirus würde nicht existieren. Wie zynisch muss sich das für diejenigen anhören, welche einen geliebten Menschen durch das Virus verloren haben? Andere wiederum behaupten, SARS-CoV-2 wurde im Labor hergestellt und sie lenken dadurch ab. Sie lenken ab von der Zerstörung der Natur aufgrund der Profitinteressen weniger, welche ständig aufs Neue Zoonosen und andere Krisen hervorbringen wird. Diese Krise ist keine Verschwörung. Diese Krise zeigt das offensichtlich Schlechte am System, denn das System ist die Krise. Und sie wird immense Folgen haben für uns alle, wenn wir uns nicht der Situation bewusst werden, in der wir uns befinden. Es wird Zeit, nochmal ein paar sehr alte Begrifflichkeiten in Erinnerung zu rufen. Wir leben in einer Klassengesellschaft, daran hat sich nach wie vor nichts geändert. Es gibt die mit Eigentum an Produktionsmitteln, Land und Immobilien. Und es gibt diejenigen, die nichts haben außer ihrer Arbeitskraft. Und es herrscht Klassenkampf, permanent von oben nach unten und in der Krise verschärft. Es herrscht Klassenkampf, wenn wie gerade in Bornheim der Insolvenzverwalter eines Spargelhofs versucht, die ArbeiterInnen um ihren Lohn zu bescheißen und noch reichlich Kohle für die Gläubigerinnen des Unternehmens rauszupressen. Es herrscht Klassenkampf, wenn der Staat im Zuge der Krise seinen Polizei- und Überwachungsapparat ausbaut und uns unter Strafe vorschreibt, welches Maß an sozialer Nähe gesund für uns ist. Wobei gleichzeitig die Arbeitenden in den Produktionsstätten unter erhöhtem Infektionsrisiko weiter ausgebeutet werden dürfen. Selbst nachdem sich nun wieder Menschenmassen durch die Einkaufszentren schieben, bleiben die Kontaktverbote im privaten Bereich bestehen.
Es herrscht Klassenkampf, wenn die Verteilung des produzierten Wohlstandes von unten nach oben unvermindert weitergeht und die Kosten der von diesem System verursachten Krise auf die Schultern der Arbeiterklasse verteilt werden. Gerade werden Milliardenpakete für Großunternehmen geschürt, während kleine Selbstständige mit einer eher symbolischen Einmalzahlung abgespeist werden. Maßnahmen zur Altersvorsorge, wie beispielsweise die Grundrente, welche für sich genommen schon ein Witz ist, stehen auf der Kippe. Es wird Zeit für uns zu organisieren und zurückzuschlagen. Wenn wir uns aus dieser Krise retten wollen, müssen wir die Verteilung der Kosten zulasten der Arbeiterklasse stoppen. Wenn wir jedoch diesen Planeten retten wollen, müssen wir die Eigentumsverhältnisse ändern. Manchmal lohnt sich deshalb auch ein Blick in die Geschichtsbücher. Vor 100 Jahren scheiterte der Kapp-Putsch am Widerstand der ArbeiterInnen und in der Folge begann die sogenannte Märzrevolution. In großen Teilen des Ruhrgebiets und im Bergischen Land wurden Fabriken besetzt und Arbeiterräte übernahmen die politische Kontrolle. Polizei, Militär und paramilitärische Verbände wurden entwaffnet und Arbeiterwehren, die sogenannte Rote Ruhrarmee, wurden aufgestellt. Hier in Elberfeld wurde sich an einer Justizreform versucht, Amts- und Landgericht vorübergehend geschlossen und die Todesstrafe außer Kraft gesetzt. Schließlich ließ die Reichsregierung unter SPD-Führung die Revolution durch die Armee und faschistische Freikorps blutig niederschlagen. Wir müssen uns an solche Ereignisse erinnern, um zu erkennen, was möglich war und immer noch möglich ist und um aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Wir müssen erkennen, auf welcher Seite der Barrikade wir stehen und wo unser Gegenüber. Wir hören sie ständig Reden halten, dass das Volk endlich aufwachen und sich wehren soll. Damit wollen sie die Gräben vertiefen zwischen dem Volk und denen, die nicht dazugehören sollen. Aber wir sind nicht ihr Volk. Wir sind Teil der Arbeiterklasse. Wen meinen Sie, wenn Sie wir sagen? Wen meinen Sie, wenn Sie von denen da oben, denen da drüben, denen, die kommen, reden? Wie sehen die realen Verhältnisse aus, in denen wir leben? Und welche Erzählungen lenken nur davon ab? Was müssen wir tun und wie müssen wir uns organisieren, um eine bessere, gerechtere Welt zu schaffen? Das sind die Fragen, auf die wir in Zukunft gemeinsame Antworten finden müssen. Für die soziale Revolution und für eine klassenlose Gesellschaft.